Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zurück zu Love Sex Second Base. Jetzt mal wieder weiter gucken. So, also, ich will meine Charisma-Werte auf alle Fälle weiter hochbekommen und ich will Knowledge als nächstes noch weiter durchschaffen. Fitness haben wir jetzt auch schon nach oben geballert. Da muss ich mir noch ein bisschen was einfallen lassen und wir müssen den Winter noch ein bisschen durchstehen. Und eventuell vielleicht bald nochmal ein Date gehen. Ah, es gibt noch so viel zu tun heute. Aber das sollte ich eigentlich alles hinbekommen. Wichtig ist auf alle Fälle, wie ich schon gesagt habe, bei Love Sex Second Base, erstmal auf alle Fälle auf den Skill zu gehen, also erstmal das hier voll zu bekommen. Wir müssen auch ganz, ganz dringend, bevor wir jetzt weiter auch in der, wir können erstmal die Office Story noch ein bisschen weiter voranziehen. Das ist kein Problem. Wir dürfen sie aber nicht zu weit ziehen, weil uns fehlt ein entscheidender Perk, um nachher auch im Office Skill nachher, ja, wie soll ich sagen, gut dazustehen oder besser gesagt, die Story, die Office-Story gut in ein guten Ende zu bringen. Oh, Levish? Was ich mache? Aktuell nichts. Denn der Martial Arts Skill fehlt mir. Der ist entscheidend wirklich wichtig. Und den erringe ich ja, wie ich euch erzählt habe, nur im Sommer. Und ich brauche ein Auto. Das ist noch die ganz nächste Frage. Wir gehen mal in einen Carshop. Da waren wir bisher noch nicht so oft drin gewesen. Und ich zeige euch mal, die ersten Autos kosten so... Ja, das Bike gibt es ab 500. Da könnt ihr eben halt schon mal eine, in den Forest kommen und dies und das alles. Das wird noch wichtig für Danny's Story mit Lexi. Ist aber am Anfang... Eigentlich würde ich das Bike komplett gerne überspringen. Weil es so unnötig ist, dass ich es nicht gebrauchen kann. Für mich erstmal ist es wichtig, das Car zu bekommen. Dafür sind immer 5000 Dollar erstmal drin, die ich erstmal brauche, um erstmal überhaupt das einige Auto erstmal zu kaufen. Am geilsten natürlich, oder überhaupt allgemein für die Alexa Storyline oder Alexa Storyline, braucht ihr dann nachher auch das Sportscar, weil ansonsten könnt ihr die Alexa Storyline nicht weiterspielen. Aber erstmal überhaupt das Car zu bekommen, ist erstmal entscheidend wichtig. Und darauf müssen wir jetzt ein bisschen Geld hinsparen. Das ist für mich erstmal um einiges wichtiger. Denn das ermöglicht mir nachher auch den Beach zu besuchen. Und der ist für mich im Sommer echt entscheidend wichtig. Wir haben immerhin schon den 17. Tag im Dezember. Also ihr seht schon, worauf das Ganze hinaus wird. Also es ist, man muss schon ein bisschen strukturiert hier durchdenken, wie man seine Route am besten planen möchte. Oh. We have to finish this by tomorrow. I want you to stay for 2 more hours. Oh. Of course you will have a bonus. Okay, dann ist alles geklärt, akzeptiert. Okay, no problem, boss. Hau ich nochmal. We finished just in time. Na also, da hauen wir nochmal 2 Stunden extra mit drauf. Die werden uns auch extra mit angeballert. Wir haben 19 Uhr. Und wir kriegen nochmal einen Bonus für 150 mit drauf. Komm, beim Bonus sage ich nicht nein, oder? So, wir sind im Living Room, 19 Uhr. Ja, komm, dann gehe ich nochmal eben ganz schnell nach oben einmal duschen. How are you? Oh, soweit ganz gut, ne? Endlich mal passen die Texte mal ein bisschen besser. Hello. Anstatt, dass mich Shirori immer sagt, ich war letztens in ihr Traumland unterwegs gewesen oder sonst was alles. So, wir hauen uns noch was zu snacken in die Becken. Und dann sollten wir mal... Ach ja, unser Gamer-Trail müssen wir auch noch ein bisschen hochziehen. Da sind wir immer schon mal auf 60%. Also wir kommen auch beim Gaming. Da kommt ja keine normale Stunde hinterher schießen. Morgen ist ja Sonntag. Eigentlich könnte ich den Alarm aussetzen. Mache ich aber nicht. Ich lege mich trotzdem gerne hin. Man kann die Alarme natürlich auch ausschalten. Ne? Wann ist denn das? Heute? Oh, das ist wohl nächsten Saturday, ja. Da ist die Home Christmas Party. Genau, ja, da geht's dann... Ah, ist schon Weihnachten mal wieder, wa? Hm, gut, nehmen wir dann im Angriff. So, ich gehe erstmal ins Badezimmer, gehe erstmal eine Runde duschen. Morgen ist definitiv noch was zu tun und Kylo kriegt mal wieder einen Negativ-Trade wieder auf. Das ist passiert euch immer, wundert euch nicht. Bei Kylo ist das sehr interessant. Die ersten paar Male, wo ihr mit Kylo erstmal nichts macht oder so, kriegt ihr da immer einen Negativ-Trade drauf. Wundert euch also nicht. So, wir lassen uns die Haare schneiden, damit mein Style ein bisschen weiter nach oben geht. Und dann müssen wir mal irgendwann gucken. Wir können mal in die Kirchen noch gehen. Und nochmal ein bisschen was beten, damit wir auch ja den guten Glauben des Autos auf uns wirken lassen können. Nebenbei. Ja, sehen wir dann
Ah, endlich. Das ganze Gebet ist endlich vorbei. Ich bitte immer noch für meinen Sportscar. Oh. Hi? Hello. Hi. Ich glaube, wir hatten doch schon mal das Vergnügen, oder? Look, about last week. Ach ja, stimmt ja, da... Ja, letzte Jahr, da war ja... Also du weißt da... Also im Badezimmer habe ich den göttlichen Glauben einfach empfangen wollen. Ich hatte gedacht, das ist vielleicht die bessere Anspielung darauf. Wer, also in der Kirche beten kann ja jeder, aber im Badezimmer zu beten ist dann wieder was Neues. Und, verstehst, was ich meine? Ja. Ah, Gott. Oh, okay. Ja, ja, oh, das ist schön. Was? John Capture 8? John Carpenter? Oder? Nehmen wir von John Carpenter? Ich glaube nicht. That's very Christian. Das ist ja da wirklich sehr nett, ja. Was ist hier los? Okay. If there's nothing else. Also wenn hier jetzt weiter nichts ist, dann... Wie wär's denn mit den Handynummer austauschen? Vielleicht können wir uns dann ja wohl so einige Bibelverse oder so mal im Privaten etwas genauer unterhalten. Ja, klar. Warum nicht? Bibelstunde, klasse, privat. Ja. Wann soll denn die sein? Ja, komm, wir nehmen die mal an. Yeah, sure. Why not? Genau, warum nicht? Ich verstehe auch so viel von... Ich kann sehr viel vielleicht über John Carpenter erzählen. I shall introduce myself then. Ah. Harmony, pleased to meet you. Aha, du hast einen Namen. Ah, Harmony. Harmony? Ja, ist das irgendwie Kosespitzname oder so, aber nice to meet you. When you did what you did to me last week, I was convinced it was the work of the devil. Ja, jetzt den, also der Teufel hat das jetzt nicht so viel zu tun, ich nenne das eher mal, weißt du, Gott hat ja Adam und Eva geschaffen und ja, er hat Adam so einen Zipfel gegeben und Eva das passende Loch dazu, wenn du verstehst, was ich meine. Und er schrie, ja, paaret und vermehret euch, so. Na, du verstehst, Harmony? But somehow I couldn't get the image of your face out of my thoughts and my dreams. Ja, es ist halt so, dass ich schon gerne manchmal im Gedächtnis von anderen Menschen bleibe. So I spent time in quiet prayer and contemplation, asking God to show me the truth. Und, was hat er gesagt? Was sagt er jetzt? And he's revealed to me that it was all a clever plan to test my faith and charge me with the task of saving your soul for him. Hä? Echt jetzt? Na gut, wenn er meint. Oder wenn du meinst, natürlich auch gerne, ne? Aber, ich weiß nicht, ob der was für mich über hat, aber danke. Definitiv hast du einen sehr guten Punkt dabei erwischt. Also, ja, und wie genau stellst du dir das vor, meine Seele so zu retten und sowas alles? Ich meine, jetzt mal so intimmäßig? Wie können wir uns denn da so ein bisschen genauer verständigen, wenn du verstehst, Harmony? Naja, gut, dann müssen wir das Ganze nochmal genauer sprechen. Harmony. Hi. So, Harmony betritt die Bühne. Harmony, sehr interessanter Charakter auf alle Fälle. Wirklich sehr interessanter Charakter. Ist natürlich stark religiös. Und sie hat hier unten, wenn man mal ganz kurz erwähnen darf, einen kleinen Balken. Dieser Balken ist ihr religiöser Glauben. Den können wir ein bisschen erschüttern. Durch ein oder andere gewisse Aktionen können wir diesen kleinen Balken vielleicht mal ein bisschen weiter runterputschen. Harmony. Kann man daten, hat aber auch eine Schattenseite.
Bei Harmony, wenn ihr zu stark daten, wenn ihr sie zu schnell wegdaten solltet, ohne diesen Balken hier unten ein bisschen runterzuballern, kann es sein, dass Harmony vielleicht euch einmal ranlässt und dann auch euch nie wieder sieht. Denn dann geht Harmony. Und ihr habt nie wieder die Chance, weiterhin mit Harmony zu daten. Also versucht immer diesen kleinen Bereich immer ein bisschen weiter runter zu bekommen durch verschiedene Antworten oder nachher durch die Hypnose, die wir auch noch später eingehen werden. Kurz mal was zu Harmony erklärt. Harmony, ich muss dir sagen, perfekt. Das ist echt, du hast die Kirche lebt nur durch dich, kann ich sagen. So, und mit Harmony müssen wir erstmal die Korruption ein bisschen hochsteigern. Mit Harmony kann man über Bücher reden, über die Bibel reden. Nice to see you. Hi Morgan. I used to love just hanging out back when we were kids. It felt like having nothing to do was actually doing something back. Da sagst du was. Immer rauf auf die ganze Klotzer. So. Also Harmony ist ein Beispiel dafür, wie man mit Corruption nachher gut umgeht. Harmony ist auch ein datebarer Charakter. Wie gesagt, bei Harmony müsst ihr ein bisschen aufpassen. Die kann auch auf einmal, wie gesagt, euch dann verlassen. So, wir gehen mal in die Street. Wir gehen mal nach Hannah und Kylo. Ich will gerne mal Kylo mal wieder ein bisschen Bonuspunkte rausholen. Und dann labern wir nochmal über Metal. Isn't there some sort of unspoken rule that people just don't talk about politics? Ich weiß nicht, also es gibt jetzt nichts, wo ich dann sagen möchte, dass man darüber nicht reden sollte. Whatever you say, lover boy, talk away. Ich bin nicht liberal. Oh God, are you serious? Ich glaube, das war falsch, oder? Yes, Kylo, I'm 100% serious. You realize I'm bisexual, right? Ja, das verstehe ich. And that I'm vegan and have tattoos and part Native American, right? Ja. And that I literally go to protests and talk about them often. Okay. And that I say I'm a feminist. Okay. Jesus, why are you even fucking around me if everything you believe is the antithesis of who I am? Habe ich jetzt doch was falsch gesagt? Dann tut's mir leid, also ich wollte dich jetzt nicht in deiner Würde so angreifen. Okay, alles klar. Ich hab's verstanden. Whatever. Forget I asked and keep living in your damn bubble. Maybe I can pop it someday. Gut. Haben wir über Politik oder über Musik geredet? Wir reden später nochmal, Kylo. Ich lasse dich mal erstmal 3 Minuten runterkommen, ne? What the fuck war das? Hilfe! Na gut, okay. Tja, gehen wir doch morgen. Oh Gott, ey, meine Ohren sind immer noch taub von der Gesprächspartnerei. Morgen, wir wollen morgen daten gehen nochmal. Oh, das wird aber wieder Geld kosten. Aber egal, morgen. Hast du Bock heute Abend auf ein Date? Would you like to go on a date with me? Wie wär's damit heute Abend? Schön auf ein Date. Ich lade dich nachher auch in ein teures Restaurant ein mit der Kohle, die ich noch habe. So, da können wir auch nach Hause gehen. Ah nee, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Nach Hause sollten wir erstmal nicht gehen. Denn es könnte wahrscheinlich passieren, dass wir wahrscheinlich ein Problem kriegen werden, weil dort zu Hause das nächste Event stattfinden wird. Obwohl, das ist ja scheißegal. Das können wir auch durchziehen. So, lass uns in den Living Room, lass uns noch ein bisschen zocken. Wir wollen ja eine Gamer-Track nochmal nach oben ballern, ne? Oh, Bree, endlich mal wach geworden. Guten Morgen. Auch mal da? Hi. Good afternoon, Bree. Ja, good afternoon. Soll ich Mittagessen machen oder noch Frühstück? Ich glaube, Mittagessen wäre für dich das Beste wahrscheinlich gerade aktuell, wa? So, wir gehen nochmal wieder weiter rein zocken. Good afternoon. Hi. Hi, Sascha. So, Sascha, echt coole Sache. So good in that outfit. Genau, deine Lazy Bones sehen einfach nur gut aus. Ah, so, haben wir mit Sascha das auch geklärt. Wo ist eigentlich Minami schon wieder hin? Aber ist ja auch egal, ich gehe jetzt einmal duschen. So, ihr beiden. Sascha hat sich immerhin schon mal in Schale geschmissen, während Bree sich immer noch denkt, nö, kein Bock heute. Wir können aber erstmal den Schnee draußen einfach mal schieben. Dafür gibt es bei Sascha gleich mal einen Bonus-Point, dass wir mal die Einfahrt freigeschoben haben. Nicht, dass er sich da noch auf die Fresse packt. So, das Bathroom Union, das lassen wir erstmal komplett aus. Auch den Pool hier draußen lassen wir erstmal noch komplett liegen. Ach ja, Pool, habe ich euch noch gar nicht erklärt, ne? Hier draußen könnt ihr den Hot Tube fixen. Kostet aber 5.000. Lasst das erstmal sein. Ist erstmal ein bisschen braucht man erstmal aktuell nicht.
Ich würde ja gerne. Wisst ihr was? Wir gehen nach oben, wir gehen in den Reading Room. Wofür gibt es den Raum eigentlich sonst? Und lernen noch ein bisschen MS-Skills. Das können wir noch insgesamt wie oft benutzen? 18 Mal. Das ist aber noch lange hin. Naja. Wir können auch mit Sascha TV gucken. Ja, wir gehen heute Abend sowieso essen. Sascha. Okay. Movie Time. Horror Movie. Und dann lasst uns auf Date. So, Morgan, ab geht's ins Date in Fancy Restaurant. Wow, dein Outfit sieht heute echt nice aus. So, ich glaube, Morgan ist ein bisschen nervös. Kellner kommt auf alle Fälle an. Hi, Morgan. Wow. Hey Morgan. Ich hab gedacht, du schaffst es nicht mehr, aber ich bin schon gewundert, ob du heute Abend überhaupt noch kommst. Aber danke, dass du gekommen bist. Sieht echt, wow, unheimlich gut aus. Huh? Why is that? Naja. You gave me the right address for this place. Ja, definitiv. Hab ich dir gegeben, ja. And this is just about the time you said the table was booked for two. Richtig, ist auch richtig. Ja, komm, setz dich einfach morgen. Ich hab dich erst. Ich sag's lieber nicht. Plus, I'd have called or sent a text if I was running late or needed to cancel. Ja, ja, das ist natürlich klar, morgen. Setz dich einfach. Lass uns einfach zusammen. So, why would you think I wouldn't show up? Ich weiß nicht, es war einfach so in mir drin einfach hochgekommen. Nimm's mir nicht böse, morgen. Es war wirklich nicht persönlich gemeint. Also. Sorry about that. Setz dich einfach. Ja. Du siehst echt gut aus in deinem Anzug. Gefällt mir auf alle Fälle. Netter Look. Oh, so what? You thought I might stand you up over how posh the place is? Nein. Quatsch, nein. Ich wundere mich einfach nur. Also wirklich, die Krawatte echt gut gebunden. Meine Güte. Und das Sakko. Klasse, eben Blau-Schwarz-Kombination passt zu deinen Haaren. Sieht echt cool aus. Ich dachte immer so, mit Junkfood und Videogames hätte ich jetzt nicht erwartet, dass du so einen eleganten, guten Anzug hast. Aber, naja, gut, komm, setz dich. Lass uns erstmal was essen. Guck nicht so böse, guck nicht so traurig. Es war nicht böse gemeint. Komm. Was ist los? Morgan, erzähl. Alles in Ordnung? I'll be okay. Really, I will. Okay, siehste. You just hit a little closer to home with that last comment than you realize. Okay. Was meinst du, Morgan? Was habe ich gesagt? I was putting on a front just now. I never have been in a restaurant as fancy as this before. Oh, okay, ja, okay. Und? Ist doch nicht schlimm oder so. Ich meine, immerhin hast du dir stylisch gute Klamotten ausgesucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Morgan, what is? You can tell me. Sag mir einfach, was los ist. Komm jetzt raus mit der Sprache. Mach den Mund auf und beweg ihn. Und dazu noch ein paar Sprüche. Sometimes I feel like I never stopped being one of those kids that you mentioned. Sure, I grew up and I started to look more like a grown woman, even started dating and screwing around. But inside, deep down inside, I still felt like that little tomboy that I always was back then. Weißt du was, Morgan? Ja, das kann ich ja verstehen, aber wie gesagt, also, na, wir haben ja darüber schon geredet mit dieser Tomboy-Sache, ne, also. Ich find's jetzt nicht schlimm. Ich war halt nur überrascht, dass es nicht böse genommen hat oder so. Ich hab gedacht, du kommst vielleicht anders. Na? Morgen, es ist alles okay, wirklich. Du bist alles, es passt soweit alles an dir. Ich freue mich, dass du da bist. No, all of this is not because you used to think I was a guy. That you'd even think that is very sweet. Or very egotistical. Or maybe both at once, I'm not sure. Ja, vielleicht beides zusammen. But no. You just made a mistake. I was the one that chose to behave like a boy to deal with it. Ja, okay, klar. It's too late now to change all of that. Es ist nie too late, zu irgendwas zu changen. But I can't help wondering what would have been different if I'd been more in touch with my feminine side.
Would life have been easier? Gute Frage. Would I have been a better, more rounded person? Morgan, ich habe keine Ahnung, aber es ist doch auch egal, oder? Es ist doch egal, wie du jetzt bist oder ob du mehr feminin Seite rausgezeigt hättest oder mehr dies gemacht hättest oder dich mehr mit Make-up geschmiert hättest oder sonst was alles. Wichtig ist doch aktuell, was du aus dir gemacht hast, oder? Deswegen habe ich dich auch in diesen fancy Restaurant eingeladen, weil du halt die Person bist, die du bist. Also wirklich, mach dir doch nicht so ein Outfit jetzt um deine Klamotten und alles. You're right, that was pretty lame. Genau. But maybe you can teach me to be lame enough to like myself too? Ich soll dir das beibringen? Naja, why not, Morgan? Why not? So, erstmal gibt's ein Kompliment hier drauf, Morgan. Also wie gesagt, immer noch guter Dress, guter Style, gutes Outfit. Eigentlich sieht es doch gar nicht mal so schlecht aus. Kann man sich definitiv geben lassen. So, einen Kuss gibt es auf alle Fälle erstmal nicht und touchen tun wir auch nicht. Miss bei Order for her ein bisschen aufpassen. Das kann mal gut gehen, kann aber mal schlecht laufen. Wir essen erstmal was morgen. Komm, lass uns erstmal was drin essen. You remember the bike races that we used to have around the neighborhood? Yep. That one time when Jack fell off, scraped his knees up and wailed like a little pussy. Ja, das war lustig. Ich hab mit Jack nachher noch eine andere Rechnung offen. Ah ja. Sucks getting old, doesn't it? Nein, absolut nicht. So, wir senken morgen mal ein bisschen weiter runter. Wir sollen ja jetzt morgen helfen, mal so ein bisschen ihre feminine Seite mal rauszulassen. Okay, können wir machen. Complimented about the music. So, wir touchen mal so ganz leicht aus Versehen. Ne? Kommt da jetzt was? Upp, jetzt bin ich aus Versehen zu weit. Wir gehen nochmal back. Aus Versehen berühren sich unsere Finger beim Anfassen des Löffels, weil ich wollte den Löffel auch haben. Was morgen da ist, weiß ich nicht. Aber es ist okay. So, natürlich pay ich die Bill. Und ich habe schon wieder diese ganzen Sachen. So, Morgan. Es ist schwer mit Morgan über irgendwas zu reden am Anfang, solange der Status hier noch so hoch ist. Weil jedes einzelne Gespräch, was ihr teilweise anfangen könntet, könnte sich darüber auslaufen, dass diese Seite weiter nach oben gepusht wird. Ich zeige euch das mal. Wir reden mal über Fashion. It's important to have a style. That's why I always picked out clothes everyone thought was boyish. Und meistens überkriegen wir nämlich dann immer nur diese Sachen hier nach oben. Aber das war jetzt mal nur als Beispiel. So, Morgan. Ich hoffe, dir hat das Steak gefallen. Mir auch. 50% haben wir mal draufgehauen. Das war schon gar nicht mal so schlecht. Ich geb Pen. Ich glaube, für heute reicht's erstmal. So, wir hauen erstmal die Rente, die Miete raus. Plus $100 noch für unsere Schulden. Und bei Kylie gibt's auch ein neues Abenteuer zu erleben. Na, es wird immer lustiger und immer interessanter. So, ich nehme eine Dusche. Can you step out? Ja klar, warum nicht? Können wir machen. So, erstmal noch was essen. Yummy, yummy. Hey, Bree. Ja, klar. What's your favorite video game? Immer noch Samus. Immer noch. Die kriegen wir immer noch hin. So. Ach ja, es war immer noch damals die Überraschung, als Samus wirklich als Frau dargestellt worden ist. So, wir spielen nochmal Videogames, damit wir da mal ein bisschen in Gang kommen und müssen leider schon wieder zur Arbeit, denn wir müssen noch was tun. Irgendwoher muss die Kohle ja wandern, ne? Ich habe gerade aber gesehen, dass sich aktuell auch Anna da rumtreibt, aber naja, gut. Hi, Shirori. Na? Läuft wieder bei dir, ne? So. Aleta, können wir auch mal ganz kurz einen Daumen hoch verballern. Immerhin sind wir bei der auch mal ein bisschen angesehener. Trocken brauchen wir mit Aletta aktuell noch nicht zu viel. Oh. Was kommt jetzt? Ah. Es ist Montagmorgen. Shirori? Shirori? Was möchtest du? Du tappelst hier wie so eine läufige Bergziege,
rauf und runter in meinem Büro? I noticed that you're always drinking that instant coffee, mister. Ja. So I thought you might like a treat. Some real coffee. Real coffee? Was meinst du damit, Jory? Oh, I see. Das ist wirklich sehr nett von dir, aber was für ein Real Coffee meinst du denn? Aber klar, lass dir was einfallen. Was möchtest du denn? Hast du extra Bohnen gekauft? Ah. Hier muss ich leider einen kleinen Cut schon mal rübersetzen. Denn ich weiß auf alle Fälle, dass Shirois Klamsigkeit ein bisschen... Ah, Shirori. Are you okay? What the fuck? Shirori? Hast du heute Morgen vergessen? Oh Gott, I'm so clumsy. I can't do anything right. You must be so angry with me. Oh, ich bin gerade etwas überrascht, Shirori, über den Anblick, der sich mir gerade... Deswegen wundere dich gerade nicht. Was war das? Ich bestelle nur noch lattefreien Macchiato. So, ich hau nochmal einen guten Deal raus. Und da wir schon ziemlich weit... Ha, Levish? I'm bored. Ich bin gelangweilt. Texte mir. Mach ich. Minami? Sehr schön. Wie kommen wir mal room? Ja, kriegen wir auch hin. Und mein Salary ist geraced. So, und wie es dann weitergeht, sehen wir dann hier beim nächsten Mal wieder bei Love and Sex Second Base. Also bis denn.